Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café und ich bin kein Finanzberater. Also reine Unterhaltung. So, was haben wir aktuell? Wir haben Bitcoin bei ca. 54.000, ja, und Ethereum kurz vor 3.600. Sehr gut, sehr gut. Ja, sieht alles sehr rosig aus. Ja? Und ihr seht ja auch, für die meisten Werte sind im Plus. Ja, oh, Terra Luna mit 8%. Ja, sehr gut. Wie gesagt, ich bin kein Trader, ja, ich mache auch keine professionellen Chartanalysen und so, dafür gibt es genug Kanäle auf YouTube. Ich kann nur jeden dringend davon abraten, Trading zu betreiben, insbesondere diese ganzen Bybit, ja, diese Links und so weiter, die damit gepusht werden, ja, wo man sogar mit Hebel handelt, ja, das ist einfach nur fahrlässig, wenn man sowas als, sag ich mal, Normalo, ja, normal arbeitender Mensch, der nicht Vollzeit, ne, und professionell sowas macht, ja. Und vor allem mit selbst schwer verdientes Geld will ich sowieso nicht sowas machen, ne. Ja. Und kommen wir zu den Nachrichtenlage, ja, und das ist für alle, die neu dabei sind, ich mache das jeden Tag für euch, ja, ich analysiere die Nachrichten, ja, die Zahlen, die herauskommen von den Unternehmen, von den Investoren, von den Banken, auch, ne, auch von Regierungen und bestimme für mich anhand dessen, also diesen Nachrichten, insgesamt, wie der Lage aktuell auf dem Kryptomarkt ist, ja, und das sieht man typischerweise zum Beispiel an diesen Dip der letzten, also jetzt fast vor 2 Wochen hier gewesen ist, ne, wo Bitcoin eben von knapp 50.000 auf knapp 40 wieder runtergegangen ist, ja. Da habe ich gesagt, ich sehe da keinen Grund, warum der Bullenmarkt vorbei sein sollte, ne. Da gab es ja genug Negativnachrichten, ja. Wenn man sich nicht sehr viel damit auseinandersetzt, kann man natürlich, ne, den Gerüchten oder den Analystenmeinungen, die sagen, oh, der Bärenmarkt, ja, oder der Seitwärtsphase, der Bullenmarkt ist vorbei und so weiter. Ist nicht vorbei. Ja, definitiv nicht. Und ja, da kommen wir auch bei den heutigen Nachrichten auf diesen Schlussfolgerungen und legen wir los. Wir haben Paxson, ist natürlich in den USA, ja. Die haben einige hundert Filialen und die werden ab sofort 11 unterschiedlichen Kryptowährungen akzeptieren. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, was hat das mit dem Bullenmarkt zu tun, ne? Erstens, ja, wenn solche Retailer, ne, also Geschäfte, die vom Alltag sind, jetzt keine großen Konzerne, sag ich mal, anfangen, Kryptowährungen zu akzeptieren, spricht das für eine Adoption, ja, was vorher nie da gewesen ist, ne? Und davon gibt es fast jeden Tag Nachrichten. Dies, das, AMC, zum Beispiel als große Kinokette in den USA, ja, akzeptiert ja auch. Und diese Adoption bedeutet natürlich, ja, das ist wie ein Damm, ne? Auf der anderen Seite sind die Kryptowährungen, die sind vorher komplett abgeschottet von der, ne, normalen Bevölkerung, von den und jeder dieser kleinen Retailer, sind die noch so klein, ja, oder auch groß, ja, bedeutet immer so ein Riss oder ein Loch in diesem Damm, ja, was eben die Kryptowährung von der breiten Masse abschottet. Und gleichzeitig sind natürlich auch, ne, wie sagt man es denn? Geldmasse, ja, Quellen, Fonds und Pipapo, ja, die dann in die Krypto hineinfließen. Ihr wisst ja, ne, es gibt ja einige Billiarden an allgemeine Assets, ja, die nicht Krypto sind, ja. Und diese Firmen, wenn die anfangen, Kryptowährungen zu akzeptieren, ja, werden die sicherlich auch auf ihren Büchern Krypto aufweisen und ähnlich wie bei Tesla, ja, und so weiter, auch anfangen, ne, Krypto auf ihren Büchern auszuweisen, ja. Und wenn die dann mit der Zeit merken, ja, dass das Halten von Kryptowährungen statt Bitcoin, ne, zum Beispiel statt Bargeld, Cash, ja, sehr viele Firmen in den USA haben eine riesige Menge an Cash auf ihren Konten, ja, und durch die Inflation verliert eben dieser Cash an Kaufkraft, ja. Und wenn die Firmen langsam mit der Zeit begreifen, nach 1 Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, dass Firmen wie Tesla, die das vorgemacht haben, mit ihren Bitcoin-Positionen in den Büchern, ja, mehr als die Inflation ausgeglichen und sogar noch Gewinn gemacht haben, dann werden die natürlich, ne, ähnlich verfahren, ja. Und das ist die Adoption, ja. Und das ist natürlich gut für die Kryptowelt. So, wir haben, ja, da habe ich gestern schon drüber gesprochen, ja, Shiba, und da habe ich heute Morgen ein Video von Meet Kevin gesehen. Ja, Meet Kevin ist auch einer der Kanäle aus USA, die ich fast jeden Tag mir anschaue, ja, weil der sehr kompakt die aktuelle wirtschaftliche Lage, ja, in den USA natürlich interpretiert. Ja. Der macht da auch viele eigene Meinungen und so weiter und Werbung rein, aber
man kann sich da so ein einfaches Bild von der Lage in den USA machen. Ja, das finde ich sehr gut von ihm. Und der hat auch, sorry, heute gesagt, heute Morgen ein Video gesehen, da hat er gesagt, ja, der hat jetzt auch eine kleine Position, rein spekulativ, eine Zockerposition in Shiba reingegangen, ja. Weil der davon ausgeht, ne, einfach dadurch, dass es mehr gepusht wird in den Medien, ja, was ja noch nicht in der breiten Medienmasse angekommen ist, das kann man ja bei Twitter und so durch Analysen herausfinden, ne, ob das schon angekommen ist, ja, Mainstream. Und der hat gesagt, wenn das in den Mainstream-Medien endlich ankommt, ja, aus NBC oder wie die alle heißen, die Nachrichtenkanäle, und erst dann die große Masse anfangen, das zu kaufen, dann wäre der Punkt, wo der dann seine Position wieder abstößt. Ne? Und das ist immer... Also geht schon in Richtung Trading, aber auch teilweise, ne, so ein bisschen wie Casino, ja. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht in Meme-Coins drin, ja. Und vor allem, wenn ihr euch überlegt, ja, dass ein Coin aufgrund eines Fotos von einer Persönlichkeit um 80-100%ig nach oben schießt, ja, wie viel da, ne, heiße Luft und wie viel tatsächlich Wert drin ist, ne? Das sieht man ja an Dogecoin, ne? Was passiert, bevor der Elon Musk auf Saturday Night, ne, in der Fernsehsendung, für die sich noch erinnern, aufgetreten ist, ne? Der Dogecoin war bei 70-75 Cent, ja, und danach ist er runter auf, und jetzt die ganze Zeit auf 20 Cent, ja. Und da dran sieht man eben, diese Meme-Coins sind immer Pump- und Dump-Coins, ja. Wenn die große Masse, ja, die anfangen Werbung zu pushen, sind immer die schon längst drin sind, ne? Die warten nur darauf, dass die breite Masse kommt mit ihrem Geld, ja, bis das Ding hochgepumpt ist, und dann dumpen die ihren Coins natürlich auf den, sag ich mal, ungebildeten, ja, der zu spät gekommenen Normalbürger, ja, der dann den Coin vielleicht bei oberen 10% gekauft hat und dann nicht mehr los wird, ne? Also nicht mehr ohne Verlust los wird. Ja. So, Arcane Research, die haben eine Forschung, ja, gemacht, beziehungsweise eine Untersuchung zum Thema Lightning Network. Lightning Network, für alle, die nicht wissen, ist ein Netzwerk, was auf Bitcoin-Netzwerk basiert, ja. Bitcoin wurde ja immer kritisiert, auch von Elon Musk unter anderem, ne? Dass der nicht für Zahlungsverkehr geeignet ist, ja, mit seinen 2-3 Transaktionen pro Sekunde und pro Minute. Pro Sekunde? Pro Minute? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls viel zu langsam, ja, die Gebühren $25 pro Transaktion viel zu hoch und so weiter, ja, wird niemals als Zahlungsmittel funktionieren. So, und ne, entweder ignoriert oder unbewusst, ja, also, oder ne, unwissenhaft oder was auch immer, ne, Lightning Network gibt es ja schon seit Jahren, ja, nur halt in der Entwicklung nicht so weit und nicht so in der Adoption, ne? Aber ihr seht an den Zahlen, ja, ich habe hier extra die Zahlen für euch vorbereitet, ja, aber letztes Jahr, ne, man kann ein Jahr zurückgehen, 2001, ich mache das mal ein bisschen größer, wenn es irgendwie geht, so, vor ein Jahr, ne, November, waren wir bei circa 8, also 7.500 Knoten, ja, Nodes, Lightning Nodes. Aktuell sind wir bei circa das Doppelte, ja, 16.000 Knoten. Und da seht ihr, da war das auch schon da, ja, nur eben noch nicht so bekannt, ne? Und das ist halt die Adoption von Lightning. Das geht viel schneller voran als Bitcoin noch, ne? Das sieht man typischerweise an der Menge, ja, der gelockten Bitcoins in dem Lightning-Netzwerk. Ein Lightning-Netzwerk ist erstens super schnell, ja, und die Fees sind super, super niedrig, ja, noch niedriger als bei Visa und Pipapo, ja, und das funktioniert einfach, weil das sind wie Tunnel, ja, die man, wie du und ich, ja, ich und mein Kumpel, wir gehen täglich essen, ja, ich lade ihn mal ein, er lädt mich mal ein und wir notieren es auf den Zettel und am Ende des Monats rechnen wir einfach ab, ja, wer wem wie viel schuldet und, ne, und so funktioniert ähnlich das Lightning, ne, nur dass da halt viele Leute noch in dem Kanal, in pro Kanal, pro Knoten partizipieren können, ja, und das ist Lightning und das macht eben Bitcoin auch als Zahlungsmittel möglich, ja, und darauf basiert ja eben diese ganzen neueren Sachen, Chivo, ne, auch in El Salvador von Jack Meller, dieser App, wie heißt das, Strike-App, ja, und auch so eine AMC und, ne, die werden alle Bitcoin nicht auf der Bitcoin-Settlement-Layer akzeptieren, ja, die werden das alle über Lightning-Netzwerk abwickeln, ja, weil, wie gesagt, Gebühren nicht da, ja, also ein Satoshi, ne, Gebühr, aber ist super schnell, instant, ja, praktisch und, ja, da ist die Adoption von Lightning-Netzwerk.
So, kommen wir zum nächsten. MoneyGram. MoneyGram, für alle, die nicht wissen, ist der zweitgrößte, glaube ich, neben Western Union. Ja, ist eben da, tätig im internationalen Bargeldverkehr. Ja, wenn du in Deutschland, ne, was nach Ägypten oder nach Sri Lanka schicken willst, kannst du eben auch über MoneyGram statt Western Union machen. Die Fees sind aber ähnlich hoch, ne? Und die arbeiten jetzt mit Stellar zusammen und basierend auf Blockchain, nämlich mit USDC, dass man eben instant, ne, von einem Ort praktisch sein Geld auf das andere, zum anderen Land transferieren kann, ja? Und darüber wollen die eben in Anführungsstrich, ja, günstig und schnelle Lösungen für Bargeldtransfer machen, ja? Ja, für alle, die eben selbst keinen Zugang zum Blockchain haben oder, ne, sich nicht die Mühe machen wollen, könnt ihr gerne die 5% oder 10% Fee an die MoneyGram abdrücken, ja, letztendlich. Und deren kryptogestützte, ne, Zahlungsverkehr in Anspruch nehmen. Ja. Aber für alle, die noch nicht wissen, ne, ihr könnt es auch selbst machen. Ja, für den Fall, dass ihr einfach Wallet erstellen, ne, Adresse vom anderen Seite, ne, sich geben lassen, dann einfach per MetaMask das schicken. Ja, da zahlt ihr je nach Chain, ne, entweder fast gar nichts, ja, oder nur minimal, ja. Vor allem, das ist ein einfach Fee, ja, nicht prozentual. Diese ganzen MoneyGram Western, die berechnen alle prozentual, ja. Das heißt, zahlst du viel, ne, Gebühr. Überweist du wenig, zahlst du wenig. Aber es gibt eine Basisgebühr, ja, und ja, braucht kein Mensch. Aber werden trotzdem immer da sein, weil es immer Leute geben wird, die sich nicht selber die Mühe machen wollen, ne? So, das ist Marktwirtschaft und kommen wir zum Riot. Riot ist natürlich eine der großen, ne? Für alle, die sagen, ja, ich möchte nicht selber in Bitcoin, das ist mir zu technisch, ja, das ist zu risikoreich. Das ist tatsächlich eines der Firmen, wo ich sage, ne, wenn ihr Bitcoin-Exposition haben wollt, ja, aber selber keinen Bitcoin halten wollt, kauft euch eine große Mining-Firmen rein. Und Riot ist eines der Mining-Firmen, wo ich sage, okay, da würde ich ein paar Aktien von kaufen, ja, weil die sind praktisch wie Bitcoin. Deren Geschäft ist Bitcoin-Mining und Bitcoin und die halten Bitcoins, die gemeint haben. Ja, und die haben in diesem Jahr jetzt ihren Produktion verdreifacht, ne? Ihr wisst, warum, ja, weil China eben alle rausgejagt haben, die Hashrate ist runtergegangen, das heißt, alle bestehenden Maschinen haben plötzlich doppelt so viel Bitcoin gemeint und die haben natürlich auch massiv dazu gekauft. Ne? Darüber habe ich auch berichtet in meinen News früher. Sucht einfach in meinen Kanal nach Riot, ja, dann findet ihr die Nachrichten, wo ich drüber gesprochen habe. Und das ist eben diese Spieltheorie, ja, was man sagt, auch in Bitcoin und auch generell in Krypto. Ne? Es sind verschiedene Parteien, ja, die an diesem System beteiligt sind und jeder hat eigene Interesse, ja. Aber dadurch, dass eben jeder eigene Interesse verfolgt, also die eigene Interesse, ne, die Mining-Firmen, ja, und so weiter und die Benutzer und natürlich auch die Knoten, ja, ist das System eben so ausgeklügelt oder so von vornherein von Satoshi, ne, designt worden, dass dadurch, dass eben jede Partei die eigene Interesse verfolgt, insgesamt das System, also die Blockchain, das Bitcoin-Blockchain, also sein Vertrauen oder seinen Wert gewinnt, ja, und wenn eben jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, ja, der intrinsische Wert entsteht dadurch, dass jede Partei, ne, die daran beteiligt ist, sein eigenes Interesse verfolgt und dementsprechend der Chain seinen Wert gibt. Ja? Es sind nicht alle da, die sich gegenseitig die Hände schütteln und sagen, okay, wir einigen uns darauf, dass die Bitcoin-Blockchain seinen Wert hat, sondern, ne, jeder, die Mining-Firmen, die wollen selber Geld verdienen, also investieren die investieren, hodeln das, was sie haben wollen, ne, was sie, woran die glauben und dann entsprechend sind weniger auf den Exchanges, treibt die Preise höher, die Preise gehen höher, ja, mehr Leute sehen da drin Wert, weil die Preise höher gehen, ja, oder Investoren sehen da drin eine Asset-Klasse, eine Hedge-Möglichkeit, also investieren die auch da rein und diese ganzen Zyklus, ja, das ist einfach perfekt. Ja, kommen wir zum letzten Nachricht. Wir haben in Neuseeland ein Unternehmen, Easy Crypto, ja, die haben in der allerersten Funding-A-Runde, ne, also wenn Startup kommen, die machen irgendwas, die machen ein Produkt, eine Seite, was auch immer, ja, verdienen damit ein bisschen Geld und dann gehen die zu den Investoren und sagen, hey, guck mal her, wir haben ein bisschen Geld verdient, ja, wir wollen das so weiterentwickeln, das sind unsere Ziele und so weiter und so fort. Dann kommen die Investoren zusammen, ne, geben denen ein bisschen Geld, ja, und die A-Runde ist natürlich die allererste, ja, und es gibt A, B, C, D, wie ihr euch vorstellen könnt und
Ja, und wenn man mal hier guckt, ja, was die gemacht haben, das ist eine Familie, ich glaube, zwei Brüder oder zwei Geschwister haben das gegründet, ja, und die haben bislang schon 760 Millionen Umsätze generiert, ja, was eine riesige Menge ist, ne? Und jetzt in der ersten Runde Rekord, also nach Neuseelands Maßstäben Rekordmenge eingesammelt, ja, 11,75 Millionen. Dabei sind sogar noch 50% mehr Investorengeld da gewesen, ja, die haben das nur nicht angenommen. Das heißt, da waren circa, ich sage mal, 16, 17 Millionen, ne, Investoren, die reinpumpen, reingehen, kommen wollten. Und das ist die Adoption, ja. Die kommt, der Bedarf ist da. Es kommen Firmen, die diesen Bedarf decken, indem die Produkte entwickeln. Und diese Produkte sorgen automatisch wieder dafür, dass noch mehr Leute dazu kommen. Und das ist dieser Kreislauf, ne, der Zyklus. Und ja, die ist definitiv sehr weit am Anfang. Wir sind alle noch früh dran, ja. Sag ich mal, in der Kryptowelt, wenn ihr heutzutage rausgeht auf die Straße, fragt die Leute, ihr könnt 10 Leute fragen, da weiß vielleicht einer, ja, was Bitcoin, der hat den Namen Bitcoin gehört, ja, wie der funktioniert, weiß er dann ja auch nicht. Und das zeigt einfach, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, ne, ist definitiv sehr, sehr wenig verbreitet, ja. Ja. Und das sind die Nachrichten für heute. Wir haben einen intakten Bullentrend und der Markt ist definitiv noch lange nicht vorbei. Das war's von mir. Mein Name ist G aus dem Crypto-Café. Ich bedanke mich bei euch. Denkt dran, Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren, die Klingel und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ciao, ciao.